In diesem Video zeige ich euch einmal noch einen zusätzlichen Safe Spot im Veil, ganz links. Wenn ihr zum Beispiel mit dem TT splittet und der TT die Gruppen zu spät bekommt, dann gibt es hier eine Stelle, wo ihr euch hinstellen könnt und alles läuft an euch vorbei. Dazu müsst ihr euch hier links bei den Ranken einmal ganz genau in dieses Eck reinstellen, bis ganz hinten. Und wenn ihr jetzt die Hunger beobachtet, dann seht ihr, dass die haargenau ganz knapp an euch vorbeilaufen. Also wenn ihr wirklich genau richtig steht, dann könnt ihr da die Hunger durchlassen und ohne Aggro zu ziehen dann noch in den Safe Spot laufen. Theoretisch könntet ihr sie damit sogar vorbeilassen und danach selber in den Safe Spot ziehen, wenn ihr farmen wollt im Veil zum Beispiel. Auf alle Fälle ist wichtig, sollte der TT zum Beispiel beim BFB Veil Split die Hunger nicht rechtzeitig bekommen, einfach in diesen Safe Spot reinstellen, Recall-Reichweite vom TT beachten und dann laufen die Hunger sicher an euch vorbei. Und ihr könnt sie sogar noch wie jetzt hier selber in den Safe Spot ziehen, weil bedarf.